Eine Mannschaft, die nächstes Jahr den Weg nach Dortmund nicht antreten darf, ist der 1. FC Köln. Die sind abgestiegen in die 2. Fußball-Bundesliga. Und das ist das nächste Thema, über welches wir sprechen werden. Der 1. FC Köln spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Die verhängte Transfersperre macht die Mission Wiederaufstieg nicht leichter. Doch schon kurz nach dem Abstieg schworen Leistungsträger wie Florian Kainz, Jan Thielmann, Erik Martell und Timo Hübers dem FC die Treue. Wie werden die Domstädter in die Zweitklassigkeit starten und was spricht für die Rückkehr in die Bundesliga? Das und mehr jetzt bei Ed Broski. Ich entschuldige mich für diese sehr böse Überleitung. Das ist gut. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Danny, ihr seid abgestiegen. Du warst jetzt in deiner 2. Saison beim 1. FC Köln mit dabei, hast vor allem in der Endphase der Saison dann immer mehr gespielt, auch über die volle Distanz. Gib uns einen kurzen Einblick, wie war dieses anstrengende Jahr beim 1. FC Köln für dich? Also es war das erste Mal Abstiegskampf für mich, also in 2 Jahren natürlich. Ja, wir haben einfach zu wenig Punkte geholt. Wir konnten ja selber auf die Tabelle gucken und ja, dann verlierst du gegen Darmstadt zu Hause 0-2 damals und ja, war einfach eine scheiß Stimmung. Wir waren down, aber dann hatten wir gegen Union nochmal gewonnen zu Hause, wo der Fußballgott uns unbedingt in der Liga haben wollte und ja, dann in Heidenheim leider 4-1 verloren. Makaber, da wollte gerade einer einen Applaus starten, ne? Das ist verrückt. Feingefühl, sein 2. Vorname. Well, it's only the weight of the nation. Just like it's only expectations. It's only the next big thing. It's only making history. It's only the beginning. Jetzt, Danny, hattest du die Chance schon, das Ganze zu verarbeiten? Wie geht man mit so einem sportlichen Misserfolg um? Also wie hast du jetzt auch die Wochen nach dem Saisonende genutzt für dich? Um ehrlich zu sein, einfach nicht an Fußball denken, mal einfach mal den Kopf ausschalten. Ja, sich wieder neu zu fokussieren, und ja, in der neuen Saison alles geben, weil wir, glaube ich, alle wissen, wo dieser Verein hingehört. Jetzt war heute euer... Jetzt war heute euer Trainingsauftakt. Du hast gesagt, war eine Mischung aus Anschwitzen und ganz schön kaputt sein. Du hast ja trotzdem den Weg noch hierhin geschafft. Hast jetzt die Jungs das erste Mal wiedergesehen wahrscheinlich. Wie ist denn bei euch so die Stimmung in der Mannschaft? Also peilt ihr das schon klar an? Ziel Wiederaufstieg? Ja, wie ich gerade gesagt habe, wir wissen, wo dieser Verein hingehört. Ich glaube, dass wir uns auch gut auf die 2. Liga einstellen werden, weil die 2. Liga nochmal anders ist. Ja, und wir haben uns einfach alle wieder gefreut, uns zu sehen. Die Stimmung ist eigentlich echt sehr gut, muss ich sagen. Und ja. Was macht das mit dir persönlich, wenn du jetzt siehst, dass auch die ganzen oder viele der Jungs um dich herum verlängern? Martell, Kainz bleibt mit dabei, Waldschmidt ist jetzt neu raus, dass er auch bei Köln bleiben wird, den Weg mit in die 2. Liga gehen wird. Spornt das auch an zu sehen, dass man halt trotz all dieser Widrigkeiten mit der Transfersperre irgendwie größtenteils zusammenbleibt? Natürlich, also man sieht ja, wie, ich glaube, es waren jetzt 5 Spieler, wie die alle treu zum Verein gehalten haben. Und wie ich vorhin auch beim Hottech gesagt habe, es ist einfach eine Familie. Wir wollen alle gemeinsam dafür arbeiten und in jedem Spiel alles geben und dass unser Club so schnell wie möglich wieder hochkommt. Du sprichst von unserem Club? Auch dein Club nächstes Jahr noch? Genau, ja. Du bleibst? Ich bleibe. Köln-Fans, da können wir auch mal applaudieren. Du wolltest was sagen, glaube ich, Lukas? Oder was, Thomas? Ich hab nur genickt, weil da einer in den Kommentaren geschrieben hat, die Wintertransferperiode wird so ein bisschen das Schicksal spielen für Köln, weil sie jetzt diese Transfersperre haben und im Winter dürfen sie ja dann wieder. Ob sie da dann vielleicht noch 1-2 Spieler dazu, habe ich nur gerade genickt,
weil ich das ähnlich sehe, weil ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt, erstmal die Truppe beieinander zu halten. So, so ein bisschen gerade denken, ist so, Köln ist so ein bisschen deutsche Juventus Turin, als die runtergegangen sind, haben die auch ihre besten Spieler gehalten. Damals. Und es wäre sehr, sehr interessant, wie diese Mannschaft funktioniert. Aber was eben wir auch in Berlin und was die Schalker ja auch sehen mussten, du kannst runtergehen und du baust dir eine Mannschaft, die, mit der du eigentlich aufsteigen kannst. Und du hast das Spielermaterial für die erste Liga. Aber diese zweite Liga ist so ein anderer Fußball. Das ist einfach, das ist so ein ganz anderes Haifischbecken nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt. Also es ist kein Selbstläufer, da direkt wieder hochzugehen, auch wenn ich es dem ersten FC Köln direkt gönnen würde, weil die natürlich in die erste Liga gehören. Ich glaube, dass Christian Keller in der letzten Saison sehr viel in der Kritik war, aber die letzten 3-4 Wochen waren für ihn die besten, seit er in Köln tätig ist, und die Spieler, die bleiben, es wurden ja schon einige genannt, dann kommt noch Finn Gräfe mit dazu, und es ist ja wirklich eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft, und ich glaube, wenn Köln nicht das Ziel Wiederaufstieg sofort ausgeben würde, dann würde was verkehrt laufen, dann würden auch die Fans zu Recht Sturm laufen. Also ich glaube schon, dass das möglich ist mit so einer jungen Mannschaft, die jetzt nicht irgendwie Stars in dem Sinne hat, die denken, die zweite Liga würden Selbstläufer, sondern die schon wissen, dass da viel Arbeit dahinter steckt. Hans, was ist deine Einschätzung? Ist ja schon, wie wir es angesprochen haben, Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga, vor allem wenn man dann in der zweiten Liga als vermeintlicher Topfavorit immer dazu auch gezwungen wird, das Spiel zu machen? Ja, wie alle schon gesagt haben, Zweitliga ist nochmal komplett anderer Fußball. Ne? Und die dann runtergehen, die müssen das dann auch annehmen. Wir sind ja mal so Flosken, wir gehen runter, wir packen das dann an, wir sind ready. Du bist erst ready, wenn das Spiel dann anfängt und du dann in Sandhausen spielst oder wo du überall spielst und dann da wirklich ackern musst. Nicht Fußball spielen, sondern erstmal als Mannschaft wirklich arbeiten musst und dagegen halten musst gegen so welche Mannschaften. Und dann, ich glaube, zum Aufstieg gehört dann so eine Phase oder auch von Anfang an, dass sich so ein Team findet, so eine Entwicklung kriegt, so, dass man so zusammenschweißt. Und dann entsteht auch manchmal so ein bisschen so ein Selbstläufer, wo man weiß, der andere läuft für den anderen. Und das muss dann passen bei der Mannschaft, einfach mit den Spielern, die da sind, die dann auch neu kommen oder in der Winterpause kommen. Aber wie viele Mannschaften, die runtergegangen sind, Hertha, Schalke, das zeigen, es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Fühlst du dich denn bereit, Danny? Ja, es ist klar nicht einfach. Die anderen Mannschaften können auch was. Aber wir müssen uns, wie er schon gesagt hat, darauf einstellen, alles geben, und dann ja, bin ich schon guter Dinge, dass wir ein gutes Team sein können. Das Aber von außen hat man ja schon das Gefühl, dass ihr ein sehr gutes Mannschaftsklima habt. Ne? Also ist ja auch nicht selbstverständlich, also, dass viele Spieler bleiben. Also ich glaube, unser Mannschaftsklima ist echt top. Ich glaube, viele hätten gedacht, dass die Mannschaft ein bisschen mehr Abgänge haben wird. Es ist aber nicht so. Und wie gesagt, das Mannschaftsklima ist einfach top. Kann aber auch daran liegen, dass die Mannschaft vielleicht zu schlecht ist. Das glaube ich, ja, glaub ich nicht. Aber dass Mannschaften Spieler nicht kaufen, ja, um die da rauszuholen. Ja, aber Steffen Baumgart ist ja jetzt Trainer. Ich tue das ja nur hier in den Raum werfen. Ich sage ja nicht, dass ich. Weil man sagt, die bleiben, der bleibt. Ist jetzt deine Chance, was dagegen zu sagen? Wenn er es denkt, ich kenne meine Teamkollegen, ich weiß, dass sie gut genug sind. Und wenn er dieser Meinung ist, soll er sie haben. Ich kenne meine Mitspieler. Die sind gut. Dazu ob sie gut für die erste Liga sind, ist ja die Frage. Mir ist, aus Sicht von Hertha BSC nur wichtig, dass ihr Davy Selke behaltet. Also ist er nicht so gut, oder wie? Was willst du damit sagen? Ich sage nur eine Sache. Davy Selke in Köln. Ich glaube, er hat 1-0 damals geschossen, oder? Ja, ja. Ich weiß das alles. Ich habe das mal durchgerechnet. Davy Selke hat, glaube ich, 12 Tore für Hertha BSC gemacht. Jedes war ungefähr 350.000 Euro wert. Also ich sage mal, überbezahltester Spieler in der Geschichte von Hertha BSC. Ja, ey, Verein hat mal 2,5 Millionen Euro dafür bezahlt, dass Sebastian Rudi in einem anderen Verein spielt, und wir sind dabei abgestiegen. Also deine Sorgen möchte ich krass haben, wirklich. So lebt dich aus. Das größte Problem ist,
und das kann ich jetzt nach einer Saison zweite Liga mit Hertha BSC sagen, ist, dass du natürlich, und das ist ein großes Problem auch für den ersten FC Köln, dass du 5 bis 6 Vereine jetzt in der zweiten Liga hast, die ja alle das Gleiche sagen. Ich weiß, wo mein Verein hingehört. Ich weiß, wir gehören in die erste Liga. Wir wollen da wieder hoch. Das ist ja noch mal spannender gewesen. Ich weiß, die Älteren werden sich erinnern. Es gab ja irgendwann mal dieses, die beste zweite Liga aller Zeiten. Ja, ist ja mittlerweile jedes Jahr. Ich glaube, da sind wir. Letztes Jahr, und jetzt ist noch interessanter mit Köln. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr das mit dieser, mit der Transfersperre macht, weil ich hatte noch mal mit einem Business-Bundesliga-Insider von einem halben Jahr gesprochen. Der hat mich angerufen und hat gesagt, pass auf, guckst du gerade so, verfolgst du das mit Köln? Ich sage, ja. Sagt er, ey, wenn die runtergehen, sind die der erste Kandidat, die Arminia Bielefeld zu machen, also in die dritte runterzugehen, weil die können, man muss gucken, wie die Mannschaft funktioniert. Und wenn die dann nicht zufüttern können in den Transferphasen, sind die halt auch ein Abstiegskandidat in der zweiten Liga. Das, und das ist natürlich nicht. Ja, das ist ja auch richtig. Ich sage ja nur, das habe ich dir im Vorgespräch nur sagen. Genau, ich habe dir im Vorgespräch gesagt, dass ich sagen werde. Und ist ja auch für mich interessant, mit jemandem aber zu sprechen. Aber ich sehe das genauso, wie er das sagt. Wenn du das nüchtern siehst, ist das, was er sagt, absolut richtig. Da muss der FC nämlich auch aufpassen, ne? Das geht ganz schnell. Du verlierst ein Spiel, dann bist du da unten. Und Schalke. Und du kannst nicht nachlegen und musst warten bis zur Winterpause, wo du nochmal nachlegen kannst. Muss nicht sein, aber deswegen habe ich es angesprochen mit der Mannschaft. Deswegen, was ich aus Berlin super schwierig ist, mit so einer Mannschaft runterzugehen, die vielleicht auch zu gut ist für die zweite Liga. Aber wie wir wissen, zweite Liga ist komplett was anderes. So. Und auf was es auch ankommt, und das kenne ich ja aus Berlin auch, ist das Umfeld. Und das ist in Köln ja noch irrer als in Berlin. Ja, das ist ja komplett bipolar. Entweder ist es Europapokal und das Trömmische geht den ganzen Tag, oder du bist direkt abgestiegen. Und das ist auch so, die gehen jetzt alle mit Euphorie rein, sagen, komm, wir packen das. Wenn du da die ersten 3, 4 Spiele verlierst in Köln und gehst dann ins Rhein-Energiestadion, dann will ich mal die Fans sehen. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Da kann sich das Umfeld, was sonst sehr energetisch wirkt, auch sofort gegen dich wenden. Das haben wir in Berlin auch alles erlebt. Ich möchte nur eine Sache sagen. Ich finde es wirklich geil zu sehen, wie abgefuckt du gerade bist. Also, es sind ja immer Leute, dich hätte ich gerne bei mir im Team. Es sind ja immer Leute, die viel reden. Im Endeffekt werden wir sehen. Und ja, aber überleg mal, du wirst eingeladen in eine Talkshow und redest nicht. Das ist ja Stummfilm. So irgendwas musst du ja auch sagen. Kannst du es natürlich genauso in die andere Richtung sagen, wenn der FC die ersten 2 Spiele gewinnt oder 3, dann geht es in die andere Richtung. Ja, klar. Also, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Hertha vor dem FC landet. Nö, ich auch nicht. Würde ich mal sagen. Ich gebe gar keine Prognosen mehr ab. Bei mir ist es immer scheiße, wenn ich ehrlich bin. Ja. Hans, so unser Verein, was soll ich sagen? Schalke hat gerade 9 Spieler gekauft. Ey, 2,5 Millionen, waren. Woher wo hat die Geld? Christina den Geldkoffer her? Das ist ja Wahnsinn. Woher das Geld? Das ist krass, ne? Kennst du den? Um unten mitzuspielen oder was? Hör auf. Nein, der ist schnell, soll schnell sein. Hoffen wir. Thomas Letsch weiß jetzt ungefähr 6 Vereine in der zweiten Liga, zu denen er nicht wechseln wird, wenn er sich den ganzen Quatsch hier anhört. Wenn ein Angebot kommt. Du warst bei Köln im Gespräch, habe ich in der Vorberichterstattung gelesen. Wenn du das gelesen hast, natürlich kommt man immer wieder mal mit irgendwie. Du hast eine super Medienschulung, merke ich hier gerade. Wirklich, also. Ja, so ist eine Talkshow, wenn keiner spricht. Nein, aber die Talkshow muss doch genau so sein. Ein bisschen Schärfe, und was Dennis macht, ist top. Ja, super. Weil wenn Dennis nicht davon überzeugt ist, dass die Truppe das schaffen kann, dann wäre es traurig. Und deshalb muss es genauso sein. Ihr habt heute das erste Mal trainiert, du hast die Jungs gesehen, ihr habt ein gutes Gefühl, das ist gut. Und dass es auch Leute geben wird, die das etwas kritischer sehen, ist auch normal. Und das macht ja den Reiz nicht nur der Talkshow aus. Aber ich meine, wir erleben ja genug junge Spieler, gerade bei uns in der Arbeit jeden Tag, und die sich nicht trauen würden, irgendein Wort dagegen zu sagen. Deswegen fand ich das ganz erfrischend, dass du da auch ein bisschen Kontra in der Runde gegeben hast. Also aber Respekt dafür. Der ist auch genau das Richtige. Der muss ich beschütze Kontra mein, also hier zu geben. Verein, natürlich. Und das muss ihn auch nochmal motivieren, es uns zu zeigen, die Blödsinn erzählen, weißt du? Und das wäre geil. 100%, wenn die dann, aber wenn nicht viel reden machen, nicht viel reden weißt machen. Du, genau, darum geht es. Weil ja, am Ende des Tages will ich auch, dass der RSFC in der Bundesliga zurückkommt. Das auf jeden Fall. So, das ist, das, da
Lass doch noch irgendwas Schlechtes über Fortuna Düsseldorf sagen. einfach so fürs Karma. Den habe ich das so gegönnt. Habe ich denen das gegönnt? Habe ich wirklich. Ich habe denen das so gegönnt. Ich habe denen das, 2012 haben sie uns, wurde es komplett verschoben, diese Relegation gegen Hertha BSC. Ich habe ihnen das so gegönnt, diesen letzten Elfmeter. Also ich habe nach dem Hinspiel gesagt, dass Bochum verdient abgestiegen ist. Ne? Also ich habe mein Karma gekriegt, so, was soll ich dir erzählen? Ich bin ja großer Bochum-Sympathisant, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut. Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt. Ich glaube, wir wechseln mal das Thema. Also nicht viel labern machen. Halt mal fest. Genau. Komm mal, Applaus für Daniel. Also er hat ja wirklich... Hat er seine Kölner hier verteidigt?